wirklich hilft. Heute um 21 Uhr im NDR Fernsehen. Mein Gast, den Sie noch nicht sehen, hat mich gerade mit dem Fuß hier gedrückt. Wenn sie nicht einst als Heidekönigin bekannt geworden wäre, sondern gleich als seriöse Schauspielerin, wer weiß, ob sie nicht längst die ganz großen Fernseh- und Kinorollen spielen würde. So hat sie sich den Imagewechsel hart erkämpfen müssen. Die Schauspielerin, Mutter und mittlerweile auch Schmuckdesignerin Jenny Elvershagen zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen, Jenny. Ich bin so schön, also ich bin wirklich, das ist so schön hier zu sein. Und du bist richtig übermütig, ne? Hat mich eben hier schon gekitzelt. Ja. Jenny, mal ganz kurz zu dieser Zahngeschichte. Hast du einen guten Zahnarzt oder hast du auch schon schlimme Erfahrungen gemacht? Guck mal. Sehen sehr gut. Sind die alle echt? Na klar. Ja, und alles gesund? Also keine Wurzelbehandlung oder irgendwelche schlimmen Sachen? Nee, alles ist echt. Ja, beneidenswert. Ne? Da gehört sie zu einer Minderheit, glaube ich. So, Judith Strunk hat einen, ich sag mal, geradezu historischen Film über Jenny gemacht. Oh Gott. So hat alles angefangen. Jenny Elvers mit 18 als Heidekönigin. Meine Heimat? Doch die Lüneburger Heide ist ihr schnell zu klein. Sie will groß rauskommen vor der Kamera. Also, Sie sind mein schwebender Engel. Und was erwarten Sie von mir? Soll ich Ihnen noch Händchen halten dabei? Blondes Haar, viele Kurven und ein kurzes Zupfen macht sie bekannt. Es war einfach für mich ein leichter Schritt in die Medien, einfach auf dieser Schiene, weil da reagieren die Medien sehr schnell und sehr intensiv drauf. Michael. Doch sie wandelt sich. Die Rollen werden seriöser, wie die Botschaft in Jedermann. Und die Presse feiert sie dafür. Das Interesse an ihr ist geblieben. Aber ihr Sohn und ihr Mann Götz haben sie ruhiger werden lassen. Gut 20 Jahre nach der Krönung zur Heidekönigin hat man das Gefühl, sie ist angekommen. Jenny Elvers Elbertshagen. Jenny, wenn du das siehst, diese 20 Jahre im Schnelldurchlauf, wie ist das für dich? Immer wieder anstrengend, weil es gibt einfach Abschnitte im Leben, die man für sich hat und für sich im Herzen trägt und die anders sind als die Öffentlichkeit. Das ist wirklich etwas, was ganz unterschiedlich ist. Und oft ist lustig. Ja, was natürlich auffällt, ist, du hast ja eine extreme Typveränderung hinter dir. Gibt es da eigentlich so einen Moment, wo du sagst, da hat das angefangen, da habe ich gesagt, so, ich will jetzt eine andere Jenny sein, ich will auch ganz anders aussehen, mich anders teilen? Es ging bei mir nie um Styling oder irgendwie Aussehen, also für mich als Person, sondern darum, wie präsentiere ich mich im Film, also das ist mein Beruf, ja, das ist mein Beruf und ich möchte nicht mehr irgendwie die Krankenschwester im kurzen Kittel spielen, sondern ich möchte die Ärztin spielen. Ja, ist das schwer? Ich meine, musst du dir diese Rollen, die du gerne spielen möchtest, immer noch erkämpfen oder kommen immer mehr solche Angebote? Also, da muss ich wirklich nachdenken, weil ich denke wirklich, dass da einfach etwas sehr viel passiert. Es kommt ganz, ganz, ganz viel und das ist wichtig. Es gibt aber immer noch Leute, die gar nicht so mitbekommen haben, was in deinem Leben alles passiert ist, sondern die immer noch in dir dieses Partygirl sehen und Jenny hier, Jenny da, Glitzer, Glamour, die dich auf das reduzieren. Was machst du dagegen? Was sagst du solchen Leuten, die das über dich denken? Naja, also grundsätzlich stelle ich mich vor die Kamera und mache das, was ich möchte und was ich darstellen möchte. Und da ist es ganz wichtig, zu zeigen, was man eigentlich auch kann. Wir tragen heute mal dazu bei. Ne? Wir arbeiten das mal alles bitte auf.
In Lübeck, und das ist ein Thema, das dich ganz sicher interessieren wird, was jetzt kommt. In Lübeck gibt es das Holstentor, das Buddenbrockhaus und ganz viel Marzip. Das ist so süß. Du warst doch schon lange. Was hieß das? Du kannst auch gut Japanisch, habe ich natürlich kein Wort verstanden. Nein, gut kann ich das nicht. Ich kann ein bisschen. Aber was hieß es, was du gerade gesagt hast? Das hast du doch, Entschuldigung, das hast du auch verstanden. Nein, habe ich nicht verstanden. Watashi no namae wa Jenny des. Ich habe nicht einmal verstanden. Ach, ich heiße Jenny was? Genau. Ach so, okay. Genau. Wie kam das? Komm, geht das da? Hä? Ja, das wissen viele gar nicht mehr. Das war ja nach der Heidekönigin. Warst du ein ganzes Jahr in Japan? Nee, nur wegen der Heidekönigin. Ach, während der Heidekönigin. Okay, aber wie kam das? Nein, wegen. Wegen der Heidekönigin? Ja. Also, ja, weil nach der Wahl bist du dann dahin. Mhm. Und was hast du da gemacht? Das war der Preis, sozusagen. Also, das war das Geschenk und ich sehe das immer noch wirklich als sehr großes Geschenk. Und ich durfte dieses Land bereisen und wirklich viele Menschen kennenlernen, die ganz toll zu mir waren. Und das war wirklich spektakulär. Hast du noch auf jeden Fall den Kontakt? Ja. Du bist auch, hast auch Gelegenheit gehabt, immer mal wieder hinzureisen? Ja. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Du warst ja noch sehr jung, ne? Dass du dann so lange weg bist. Das war in den Sommerferien. Und meine Eltern haben gesagt, okay, Ende Sommerferien darfst du dahin. Aber ich war vorher noch nie geflogen. Vorher? Ja. Und dann war es erstmal nach Japan und das war sehr besonders. Sehr, sehr besonders. Ein besonderes Land, sehr besondere Menschen und das hat mir ganz viel gegeben. Und ich nehme mal an, deutsches Weißbrot oder deutsche Brötchen hast du dann nirgendwo gegessen? Nein, Brot gibt es nicht. Es gibt morgens Miso-Suppe und Reis aber das ist auch okay. Also, hat auch geschmeckt. Ja, neuerdings gibt es ja jetzt Brötchen, ne? Weil die sind leckeren aus Lübeck. Aber ja, stimmt es eigentlich, dass eine Barbie-Puppe nach dir designt wurde in Japan? Mhm. Die sah genauso aus wie du. Ja. Mit Heidekönigin-Kostüm, oder wie? Nein, die hieß vor allen Dingen Jenny. Und was hatte die an? Was Pinkes. Was Pinkes und lange blonde Haare. Hast du da noch eine von? Ja. Das ist doch, die ist doch, wer weiß was wert, oder? Das ist doch bestimmt ein Sammlerstück. Weiß ich nicht. Schade, das habe ich zu spät erfahren, sonst hätte ich natürlich gesagt, du sollst sie nicht mitnehmen. Natürlich. So, jetzt haben wir wieder ein schönes Thema. Meisterschaften. Guck, jetzt kommst du schon hier rübergerutscht. Kannst dich ruhig neben mich setzen. Hier, jetzt komm zu mir, komm zu mir. Mhm. Also, wir haben wieder ein schönes Thema. Jetzt Meisterschaften in Hirschhufen. Ja, im Harz. Du frustrierst ja wie immer die Stimmen der Teilnehmer. Aber weißt du, wie schön das da ist? Reden wir sofort drüber. Also Hirschrufmeisterschaften, das strapaziert ja immer die Stimmen der Teilnehmer und vor allem die Lachmuskeln der Zuschauer. Einer, der das Spektakel womöglich gar nicht witzig findet, das ist der echte Harzer Platzhirsch. Denn zum ersten Mal haben die Meisterschaften draußen, also quasi in seinem Revier, stattgefunden. Sandra Wolter hat versucht, sich einzufühlen in die Könige des Waldes. Das ist auch ein Hobby. Ne, Jenny? Ich glaube es ja wohl nicht. Das ist ein ernstzunehmendes Hobby. Das haben wir also schon sehr oft darüber berichtet, über diese Hirschrufmeisterschaften. Jenny, du bist am 20. bist du zu sehen in Notruf Hafenkante, 19:25 Uhr, in einer besonderen Rolle. Kannst du ein bisschen beschreiben, was da deine Rolle ist? Also du siehst auch anders aus als jetzt, sage ich mal so. Was soll denn das heißen jetzt? Ich will das ein bisschen geheimnisvoll machen, weil wir gucken uns ja danach an. Was ist das für eine Frau, die du da spielst? Ich bin eine Frau, die eine Leihmutter sucht und weil ihr Mann stirbt und das Kind dann entführt, weil die Leihmutter sagt, nee, das Kind bleibt bei mir. Verstehe. Ja. Also wir haben die Szene, die wir jetzt angucken, ist eine echte Action-Szene. Da musst du uns vielleicht danach mal erzählen, was daran echt gedreht wurde. Ich weiß gar nicht, wie viel ich erzählen darf. Meine Güte. Aber wir gucken uns das mal an. Das ist ganz großes Kino.
dem Fahrzeug ein Baby gesehen. Das muss ein Irrtum sein. So ein Quatsch. Ich habe es ganz genau gesehen. Vielleicht in einem anderen Auto? Nein, es war in diesem hier. Ganz sicher. Ich weiß ja nicht, was Sie gesehen haben wollen, aber in meinem Auto war ganz sicher kein Baby. Haben Sie ein Kind, Frau Bülow? Nein. Ich nehme mal an, du saßt nicht wirklich in diesem Auto, oder? Was da mit dem anderen zusammengekracht ist. Doch. Du saßt wirklich drin? Ja. Das war gefährlich. Ich hätte jetzt geschworen, dass es eine Stuntfrau gemacht hat und du erst hinterher da reingebeamt worden bist. Also, wenn ich meine, meine ich echt, wenn ich irgendwo gegen crashe, möchte ich auch immer das selbst machen. Und das ist immer so eine Versicherungsfrage tatsächlich. Mhm. Ja. Und ja, nee, ich mache das schon gern selbst. Also machst du schon mit Leib und Seele dabei, ja, ne?